Herzlich willkommen zu der Veranstaltung Blick zurück, Schritt nach vorn, 5 Jahre Metafarben, Digitalisierung im Bildungsbereich. Mein Name ist Pia Sander, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen und koordiniere dort das Meta-Vorhaben und werde Sie heute ein wenig durch diese Veranstaltung begleiten. Mit dabei ist auch das gesamte Projektteam des Meta-Vorhabens, das sich also hinter dem Meta-Vorhaben verbirgt, denn neben der Universität Duisburg-Essen haben drei Leibniz-Institute, das DEE, das DIF und das IWM, in diesem Verbundprojekt zusammengearbeitet. Das Meta-Vorhaben ist im Rahmenprogramm des empirischen BMBF-Rahmenprogramm Empirische Bildungsforschung angesiedelt. Und wir haben in den letzten Jahren 50 Förderprojekte in zwei Förderlinien begleitet und auch zur Weiterentwicklung des Forschungsfeldes und zum Transfer in die Praxis der Forschungsergebnisse beigetragen. Wir haben hierbei eine ganze Bandbreite an Forschung, an Vernetzung, Verdichtung entlang der gesamten Bildungskette, also von der frühkindlichen Bildung bis hin zur Erwachsenenbildung, durchgeführt. Und Sie können es sich schon denken, wir werden natürlich jetzt in den nächsten 1,5 Stunden nur einen Bruchteil davon zeigen können, und nicht diese ganze Bandbreite aufmachen können. Also was Sie erwartet, sind ein paar ausgewählte Einblicke in Aktivitäten und Ergebnisse aller Verbundpartner, die vor allen Dingen die Vielfalt unserer Arbeit darstellen sollen. Und bevor ich damit starte, darf ich nun zunächst das Wort an Herrn Dr. Luther geben, der im BMBF für den Bereich allgemeine Bildung verantwortlich ist. Herr Luther, ich freue mich sehr, dass Sie heute auch wieder dabei sind und uns in dieser Veranstaltung begrüßen werden. Ja, liebe Frau Sander, ganz herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Und insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, in dem Fall aus dem Berliner Teil. Und ich sehe auch Michael Kerres ja bei uns, richtigerweise. Und ich muss gestehen, als ich mich so gestern so ein bisschen gedanklich auf heute eingestellt habe und wusste, okay, du fängst den Tag mit dieser Veranstaltung an, da war so mein Gefühl, wir waren doch gerade erst zusammen. Und dann bin ich gedanklich ein bisschen zurückgegangen. Und das war ja quasi im Sommer. Das ist alles noch nicht so furchtbar lange her. Und wir haben heute, kurz quasi vor dem Jahresende, die nächste Veranstaltung mit diesem Meta-Vorhaben. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, es ist verdammt viel los bei Ihnen. Und das ist, wie ich finde, erstmal eine gute Nachricht und das soll auch ganz bewusst und ganz direkt sozusagen als Kompliment gemeint sein. Frau Sander hat ja so ein bisschen schon gesagt, worum geht es. Aus unserer Sicht, also aus der Sicht des BMBF, hat dieses Metavorhaben, leistet dieses Metavorhaben eben wirklich eine unglaublich wichtige Arbeit, weil es bündelt, weil es Projekte bündelt, Projekte transferiert, Ergebnisse transferiert und eben auch eigene Forschung macht. Und diese Kombination macht für uns eben dieses Meta-Vorhaben, aber auch das Instrument Meta-Vorhaben im Rahmenprogramm wirklich so ungeheuer wertvoll. Also insofern aus unserer Perspektive ganz herzlichen Dank für diese wirklich wichtige Arbeit, die uns in der Sache und auch in der Forschung eben weiterbringt. Ich finde, wir haben ja auch ein ganz interessantes, ein ganz spannendes Konsortium hier am Start, also mit der Universität Duisburg-Essen, aber eben auch, Frau Sander sagte es, drei BGL-Instituten, das IWM, das DIF und auch das DEE. Und ich freue mich sozusagen, Herr Schrader, dass wir uns bei der Gelegenheit auch mal wiedersehen, weil Sie sonst ja thematisch sozusagen etwas näher an meiner Nachbarunterabteilung liegen. Umso schöner, dass ich Sie sozusagen jetzt auch hier sozusagen im Bereich sozusagen der allgemeinen Bildung der 32 sozusagen mal treffen darf. Also insofern auch ein ganz spannendes Konsortium, was ja so ein bisschen auch abbildet sozusagen die Bandbreite dessen, was im Meta-Vorhaben ja passiert, nämlich wirklich von der frühen Kindheit über die Bildung im Lebensverlauf bis hin zur Weiterbildung. Und das ist es eben, glaube ich, auch. Dieses alles das, was so Digitalisierung in der Bildung, dieser Aufbruch, der da stattfindet, der zieht sich eben durch mit verschiedenen Facetten. Und das einzufangen, glaube ich, das geht in der Tat nur gemeinsam. Ich greife mal ein Stichwort sozusagen jetzt auch aus Ihrer Arbeit heraus. Dazu wird ja Herr Rittberger sozusagen nachher sozusagen noch etwas detaillierter sprechen, nämlich diese Critical Reviews. Diese Critical Reviews sind ja wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie einerseits die Arbeit sozusagen in der Forschung sozusagen weitergebracht, der Diskurs in der Forschung weiterentwickelt wird, aber zugleich eben auch,
wie dieser Diskurs unmittelbar die Bildungspraxis befördern kann. Also insofern ein ganz interessantes Instrument, was genauso diesen Brückenschlag eben vornimmt zwischen der Forschung, in der Forschung bis hin in die Praxis. Und dazu gibt es schon einige Bände, weitere werden folgen. Also wie ich finde, ein hochinteressantes Instrument. Ja, die Veranstaltung heißt ja ganz bewusst, der Blick zurück und der Schritt nach vorn. Ich sage, der Blick zurück ist aus unserer Sicht unglaublich erfolgreich. Das waren 5 ganz spannende Jahre mit vielen interessanten Veranstaltungen, mit vielen interessanten Projekten, mit interessanten Ergebnissen, interessanten Diskurse, für die man sich sozusagen auch aus unserer Perspektive nur bedanken kann. Sie haben das Rahmenprogramm an dieser Stelle doch deutlich, deutlich und mit interessanten Facetten sozusagen auch mit Leben gefüllt. Der Blick nach vorne. Man muss, glaube ich, kein Prophet sein, um zu sagen, das Thema Digitalisierung auch in der Bildung, das wird uns nicht wieder verlassen. Und insofern freuen wir uns diesen Weg, den wir noch nicht genau beschreiben können. Und ich verkneife mir jetzt ein bisschen etwas zur Haushaltssituation und so weiter zu erzählen. Das kennen Sie alle zur Genüge. Wir segeln im Moment mit nicht ganz klaren Rahmenbedingungen, aber immerhin. Wir wollen, und ich bin mal so mutig, wir werden diesen Weg auch in der Digitalisierung bei diesem Thema sozusagen weitergehen. Und wir freuen uns dann auch diesen Weg mit Ihnen gemeinsam weiter zu gestalten. Das soll es von mir aus auch gewesen sein, weil es heißt ja ganz bewusst Gruß Wort und nicht Rede. Also knapp halten. Ich wünsche Ihnen allen dann jetzt erstmal eine spannende, eine interessante Veranstaltung, gute Diskussionen. Ich mache an dieser Stelle auch wirklich Schluss, weil das BMBF wird ja zu einem späteren Zeitpunkt durch meinen Kollegen Hans-Josef Linkens nochmal aktiv sein. Und ich sage mal so, die Wünsche für die Tage, die uns jetzt bevorstehen, das überlasse ich Hans-Josef Linkens. Das passt auch besser ans Ende als jetzt. Also Ihnen allen einen guten Morgen, eine interessante Veranstaltung und herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Luther, für diese sehr freundlichen Worte. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in den ersten Vortrag, in dem uns Michael Keres, Professor für Erziehungswissenschaften an der Uni Duisburg-Essen und Leiter des Meta-Vorhabens, Herr Luther hat es gerade schon gesagt, etwas zu dem ja, mit zentralen psychologischen Rahmenkonzept, dem Meta-Vorhaben, berichten wird und über Zusammenwirkung von Forschung und Praxis. Michael. Ja, danke, Pia Sander, für die Einleitung, auch die Moderation heute. Und natürlich auch vielen Dank, Herr Luther, für das sehr schöne Grußwort. Aber auch möchte ich wirklich sagen, für die angenehme Zusammenarbeit, die wir in den letzten Jahren hier haben durften mit dem Projektträger, mit dem BMBF. Das war schon also für uns auch eine sehr schöne Erfahrung, hier gemeinsam die Dinge nach vorne bringen zu können. Ja. Das ist heute schon natürlich auch ein besonderes Event, dass wir eben halt hier so knapp versuchen, einfach nochmal einen Blick zu werfen auf diese 5 Jahre. Wir können da nur bestimmte Aspekte aufgreifen und den Aspekt, den ich hier einbringen möchte, ist diese grundlegende Frage, die uns eben halt in dem Meta-Vorhaben beschäftigt. Wie können wir uns dieses Zusammenwirken von Bildungsforschung und Bildungspraxis eigentlich vorstellen? Die Förderprojekte sind angelegt auf Fragen der Bildungsforschung, aber wie können wir eben halt auch tatsächlich einen Wirkungsgrad in die Bildungspraxis hin erzielen? Das grundlegende Problem, das ist schon wichtig, auch, glaube ich, zu durchdringen und auch zu bedenken. Bildungspraxis hat ihre eigenen Probleme, die sie lösen muss und eben kommunizieren muss in ihrem Kontext, und die Bildungsforschung hat ihre Probleme, die sie eben halt in ihrer Wissenschaftscommunity bearbeiten und kommunizieren muss. Es ist sozusagen von ihren Logiken her zunächst einmal unwahrscheinlich, dass eben halt ein Transfer einfach so stattfindet. Wir müssen also genauer überlegen, in welchen Schritten funktioniert eigentlich Bildungsarbeit oder auch Bildungsforschung und an welchen Punkten kann denn überhaupt eigentlich dieses Zusammenwirken funktionieren? Wie ist das zu gestalten? Wie sind diese Praktiken zu verstehen? Das ist das, was uns sozusagen grundlegend interessiert, dieses Zusammenwirken besser zu verstehen und eben dann auch mit den Projekten zusammen nachzudenken, wie wir da praktisch zu einem guten Verhältnis kommen, was beiden Seiten auch nützen kann. Wir haben eben also auch diese Praktiken untersucht und in dem Meta-Vorhaben und unterscheiden dabei zwischen unidirektionalen Kommunikationsformaten,
bei denen eben im Grunde genommen das, ob das mit dem Ziel gearbeitet wird, Wissen zu vermitteln, Erkenntnisse zu vermitteln. Es geht eigentlich darum, zu disseminieren ohne direktes Feedback. Und es geht auf der anderen Seite um bidirektionale Formate, bei dem eben Dialog gestaltet werden soll, bei dem eben halt auch neues Wissen aus der Verschränkung von Perspektiven entstehen sollen. Wir sprechen eben halt auch von Praktiken der Co-Konstruktion. Im Ganzen ist für unser Metaforum immer wichtig gewesen, dass wir sagen, beide Praktiken sind wichtig. Also unidirektionaler Transfer ist ein Weg, der wichtig ist. Wir sehen aber eben halt auch in der letzten Zeit, dass gerade für die Bildungsforschung immer deutlicher wird, dass diese Formate des bidirektionalen Kommunizierens doch auch so wichtig und ertragreich sein kann. Und das haben wir uns auch genauer angeschaut, und zwar hier eben über drei Wellen in den zwei Ausschreibungen und Förderlinien, DG1 und DG2, in denen eben halt diese Projekte auch begleitet und unterstützt worden sind. Und wir haben eben halt auch deren Aktivitäten selbst zum Gegenstand unserer Forschung gemacht. Wir können sehen, es gibt uni- und bidirektionale Formate, die hier genutzt werden. Beide Formate, und das erscheint mir auch wichtig, dass wir beide Formate gleichermaßen wertschätzen in ihren Chancen. Am häufigsten findet sowas wie informeller Austausch statt. Co-Konstruktionsaktivitäten sind seltener. Sie sind ja aber natürlich ja auch schwieriger zu implementieren. Wir haben, sind dem weiter nachgegangen, wie wirkt sich ein bestimmtes Kommunikationsformat auf die erlebte Intensität aus. In der zweiten Welle, also in der Mitte der Projektarbeit, werden beide noch als gleich intensiv erlebt. Aber eben im Laufe dann auch gegen Ende eines Projektes wird deutlich, dass diese bidirektional angelegten Kommunikationsformate doch mit eben halt einer höheren Intensität einhergehen. Und das zeigt dann auch den Nutzen und der erlebte Nutzen für die Förderprojekte. Wir sehen oben ein Item, was sozusagen für die unidirektionale Kommunikation steht, unten eines für die bidirektionale Kommunikation. Und wir sehen eben halt diesen neuen Blickwinkel, also dieses neue Wissen entsteht eben stärker durch diese bidirektionalen Formate. Das können wir hier empirisch in der Befragung der Projekte sichtbar machen. Aber eben halt auch die unidirektionalen Formate haben ihre Bedeutung und ihre Chancen, eben wenn es darum geht, Wissen in die Praxis auch zu übermitteln. Also insofern sehen wir hier, sind das sehr wichtig, auch genauer zu schauen, wie arbeiten Projekte, wie kann dieses Zusammenwirken von Bildungs- und Praxis, Bildungsforschung und Bildungspraxis gestaltet werden. Wir gehen a priori davon aus, und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir das zunächst einmal anerkennen, dass dieses Zusammenwirken nicht automatisch einfach stattfindet und eben halt am Ende irgendeine Dissemination zu erwarten ist, sondern dass es wichtiger ist zu überlegen, wie wir das gezielt planen und gestalten können. Der Punkt ist, beide Akteursgruppen müssen eben einen Nutzen erkennen in dieser Aktivität, und der entsteht durch uni- und bidirektionale Kommunikationsformate. Wir sehen, dass die bidirektionalen Kommunikationsformate aufwendiger sind. Diese Wege für Co-Konstruktion sind eben aber auch Wege für eine intensive Kommunikation, die eben halt wir auch aufzeigen können, wie sie über die Projektdauer intensiver geworden sind. Und dass uns hier eben halt auch deutlich geworden ist, dass eben halt diese bidirektionale Kommunikation eben auch nützlicher sich erweist für die Bildungsforschung. Gleichzeitig machen die Ergebnisse deutlich, dass diese Formate der uni- und bidirektionalen Kommunikation Unterstützung und Rahmung nötig macht. Also wie kommt denn ein Förderprojekt eigentlich in den Kontakt mit der Bildungspraxis? Dies ist sozusagen keine triviale Anforderung, sondern da spielen Brückenakteure eine wichtige Rolle. Also wir sprechen ja nicht unbedingt mit den Dozierenden in irgendwelchen Einrichtungen unmittelbar möglicherweise, sondern wir sprechen eben mit Brückenakteuren an Institutionen, die dann dieses Wissen wieder weiter transportieren. Und genau das wollen wir auch in einer weiteren Arbeit in den Blick nehmen, wie praktisch diese Akteure arbeiten, wer sind diese Brückenakteure an solchen Institutionen, wie arbeiten die und mit welchen Formaten können sie eben halt auch welche Wirkung erzielen. Also Sie sehen,
Diese Thematik, glaube ich, wird uns noch auch in der weiteren Arbeit gut beschäftigen. Wir sind davon überzeugt, dass wir dadurch auch wichtiges Wissen generieren können, eben für die, um die Wirksamkeit eben halt auch dieser Förderprojekte zu unterstützen und sie auch darin zu begleiten, diese Formate der unidirektionalen und bidirektionalen Kommunikation weiterzuentwickeln. Wir werden jetzt in den weiteren Vorstellungen auch merken, wie eben wir in den einzelnen Bildungssektoren mit diesen Formaten gearbeitet haben, wie wir auch beispielsweise mit Synthesen, Forschungssynthesen gearbeitet haben, um eben halt dieses Wissen aufzubereiten in einer bestimmten Weise, um eben halt auch unidirektionale Kommunikation zu ermöglichen oder wie wir mit Dialogformaten eben auch mit den Partnern im Feld zusammenarbeiten. Soweit erstmal von mir, Pia, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Michael Karris, für diese theoretische Rahmung nochmal und diese Einblicke, wie Forschung und Praxis zusammenwirken können, miteinander kommunizieren. Und jetzt würden wir in die Ergebnisse und Erkenntnisse in einem der ersten Bildungssektoren einsteigen, und zwar in dem Sektor Bildung in Kindheit, Jugend und Familie, die dort entstanden sind. Und hierfür darf ich Professorin Sibylle Stöbe-Blossey vorstellen. Sie ist Leiterin der Forschungsabteilung Bildung, Entwicklung und soziale Teilhabe an der Universität Duisburg-Essen und leitet dort das Teilprojekt des Metavorhabens am IAQ. Frau Stöbe-Blossey wird auch krankheitsbedingt im Anschluss direkt den Vortrag für den Sektor berufliche Bildung übernehmen, sodass wir auch dazu heute noch etwas hören können. Das machen wir direkt nacheinander. Sibylle, herzlich willkommen. Das Wort an dich. Ja, guten Morgen. Ich habe das Thema digitale Bildung in Kindheit, Jugend und Familie hier jetzt unter das Schwerpunktthema Teilhabechancen und Exklusionsrisiken gestellt. Denn das sind so die Spannungsfeld-Fragestellungen, die sich eigentlich wie ein roter Faden durch die meisten Projekte in diesem Sektor gezogen haben. Die Leitfrage, die ich hier heute kurz aufgreifen wollte, ist eben die, kann die digitale Transformation die Teilhabe von jungen Menschen unterstützen oder produziert sie wachsende Ungleichheit und neue Hürden? Spoiler, beides ist richtig und das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Exklusionsrisiken bestehen vor allem dadurch, dass die Medienkompetenz auch bei den sogenannten Digital Natives nicht vorausgesetzt werden kann, vor allem nicht im Sinne von Nutzungskompetenz für Bildungszwecke. Und damit haben wir eine neue Ungleichheitsdimension, was sich besonders in der Corona-Pandemie, in den Zeiten der Kontakteinschränkungen deutlich gezeigt hat, wie mit dem berühmten Brennglas. Wir haben einerseits gesehen, dass in der schulischen Bildung vieles durch bei allen Holprigkeiten und Schwierigkeiten, die es da gegeben hat, aber dass sich letzten Endes doch vieles digital auffangen ließ. Und da haben wir nochmal sehr deutlich gesehen, welche Potenziale in der Digitalisierung stecken. Wir haben aber vor allem gesehen, dass das gerade für diejenigen galt, die entsprechende Nutzungskompetenzen und Medienzugang haben und damit natürlich auch die Ungleichheitsdimension verschärft hat. Was weniger beachtet worden ist, was aber auch sehr deutlich wurde in dieser Zeit, waren die Potenziale nonformaler und informeller Bildung für die Ausschöpfung von Teilhabechancen und für die Reduzierung von Exklusionsrisiken. Da kam dann dem Sektor Bildung in Kindheit, Jugend und Familie eine ganz besondere Bedeutung zu oder den Ergebnissen, die da produziert wurden. Denn Herr Luther hat eben gesagt, Bildung von der frühen Bildung über die Bildungskette hinweg bis zur Erwachsenenbildung. Ja, das ist allerdings deutlich komplexer. Unser Sektor hieß am Anfang frühe Bildung. Wir haben Gott sei Dank dann aber ganz schnell gesehen, dass es jede Menge Projekte gab, die weit darüber hinausgehen, die nämlich das Thema Jugendhilfe, nonformale Bildung entlang der Bildungskette, also entlang dieser vertikalen Bildungskette quasi horizontal thematisiert haben, nämlich was ist die unterstützende Bedeutung der Jugendhilfe, der nonformalen Bildung, beispielsweise für Jugendliche, die in der Lebensphase der schulischen Bildung sind. Und das war dann ein Punkt, weswegen wir den Sektor damals umbenannt haben in der Anfangsphase von frühe Bildung auf Bildung in Kindheit, Jugend und Familie. Und das waren dann auch sehr stark die Potenziale, die sich gerade in der Pandemiesituation sehr deutlich zeigten. Ich würde das jetzt an ein paar Schlaglichtern aus Projekten kurz deutlich machen. Es gab das Projekt Dig Home, das sich vor allem mit Bildung, digitaler Bildung, Nutzung von Digitalisierung in der Familie auseinandersetzte, also vor allem die informelle Bildung.
Und da zeigte sich natürlich sehr deutlich, dass wir die herkunftsbezogenen Effekte an Ungleichheit haben, die wir im gesamten Bildungsbereich immer wieder diskutieren. Einerseits aber eben auch die Potenziale, beispielsweise gerade im Bereich Sprache, Integration. Gerade Eltern mit Migrationshintergrund haben an vielen Stellen die sprachliche Brücke mit Hilfe der Digitalisierung beschritten und konnten damit ihre Kinder da, wo sie die Ressourcen hatten, unterstützen. Auf der anderen Seite wurden eben gerade bei der Bildung in der Familie auch die Exklusionsrisiken besonders deutlich. Kinder in sozial benachteiligten, sogenannten bildungsfernen Bereichen haben eben häufig vor allem ja eine oberflächliche Mediennutzungskompetenz mit dem Smartphone, mit mobilen Geräten, und das reicht natürlich an vielen Stellen nicht aus. Das waren die Punkte, die sich auch in dem zweiten Projekt BigiDip, das vor allem jugendliche Geflüchtete in den Mittelpunkt stellte, sehr deutlich gezeigt haben, sowohl die Potenziale als auch eben dieses Problem der Nutzungskompetenzen. Da wurden vier Ungleichheitsdimensionen sehr deutlich. Geflüchtete Jugendliche hatten häufig wenig Zugang zu, ich sag mal, fortgeschrittenen Geräten und damit auch begrenzte Nutzungserfahrungen. Die Sprachkenntnisse kann man überbrücken, wenn man die Ressourcen dafür hat. Das ist eben genau dieses Spannungsfeld zwischen Exklusionsrisiko und Teilhabechance. Insbesondere fehlte diesen Jugendlichen aber ein personelles Unterstützungssystem, weil die Digitalisierung, die Nutzung eben kein Selbstläufer war. Da konnte man in diesem Projekt sehr deutlich sehen, dass Bezugspersonen aus der Jugendhilfe, beispielsweise Schulsozialarbeit, eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben, um Faktoren zu überbrücken, um eben diese Ungleichheitsdimensionen zu überbrücken, um auszugleichen. Also wenn es ein Projekt gibt, das sehr, sehr deutlich diese Vernetzung von Schule und Jugendhilfe deutlich gemacht hat, dann war es dieses. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt, der sich da sehr deutlich zeigte. Ja, dann gab es ein Projekt in der Anfangsphase, tatsächlich nur ein Projekt, das sich wirklich mit dem Bereich der frühen Bildung befasst hat. Und da wurde eben sehr deutlich, dass Grundlagen für Teilhabechancen in der Kita gelegt werden können, wenn man sich denn von der ja häufig in der frühen Bildung noch vorherrschenden Ideologie des bloßen Schutzraumes verabschiedet. Also ne, Kinder sollen nicht schon so früh mit Medien konfrontiert werden. Das ist äußerst kontraproduktiv, diese Haltung, die sich immer noch wieder findet. Denn gerade die Kita bietet dem die Möglichkeit eben für kindgerechte Aufarbeitung von Medieninhalten und das Heranführen an Nutzungskompetenz und damit eben die Kompensation von dem, was in den Familien an Ungleichheiten besteht. Also in dem Projekt sind auch Praxismaterialien erarbeitet worden. Wir haben allerdings in der Nach-Corona-Phase, sage ich mal, erlebt, dass das Interesse an Digitalisierung, so stark es 2020 gestiegen ist, ab 2022, als Schluss war mit Kontaktbeschränkungen, dann auch wieder gesunken ist, fast unserem Eindruck nach, ja, ein Gegeneffekt nach dem Motto, Gott sei Dank, jetzt brauchen wir das ganze Zeug nicht mehr. Also es hat sich im letzten Jahr seit 2022 eigentlich als sehr schwierig erwiesen, Institutionen wie die Kitas beispielsweise noch zur weiteren Auseinandersetzung mit Medieninhalt und Medienerziehung zu motivieren. Das ist sicher ein Problempunkt, den wir langfristig auch im Blick haben müssen. Ja, schließlich ein weiteres Projekt, das dieses Spannungsverhältnis zwischen Teilhabe und Exklusion besonders stark thematisierte, war das Projekt DigiPad 24/7, das sich vor allem mit stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Internaten befasste. Und da stellte sich eben sehr deutlich raus, dass einerseits, das stand übrigens auch schon im Kinder- und Jugendbericht von 2017, für Jugendliche in diesen Institutionen die Digitalisierung durchaus die Möglichkeit bietet, Kontakte über die stationäre Einrichtung hinaus quasi zu haben, Erfahrungen zu machen, also durchaus theoretisch ein Teilhabepotenzial bietet. In der Praxis aber der Fokus gerade in diesen Einrichtungen auf Gefahren und Risiken liegt und da in den Einrichtungen auch sehr viele Unsicherheiten und einheitliche Konzepte fehlen. Das heißt, wir haben da eine Kombination zwischen fehlendem Medienzugang und mangelnder Ausstattung und eingeschränkten Möglichkeiten zur Teilhabe an digitalen Alltagsprozessen und zum Aufbau von Medienkompetenz.
in diesem Projekt besonders wichtig war, dass da ein rechtebasierter Ansatz, ein kinderrechtebasierter Ansatz auch entsprechend der UN-Konvention in den Vordergrund gestellt wurde. Es gibt nicht nur ein Recht auf Schutz, sondern auch ein Recht auf Teilhabe. Und beides muss man stärker zusammendenken. Dazu sind Materialien zur Organisationsentwicklung erarbeitet worden mit dem Stichwort analog-digitale Organisationskultur. Wir haben Ende 2020, Anfang 2021 mit verschiedenen Projekten, diesen hier und weiteren, ein Konzept für eine übergreifende Auswertung erarbeitet, was es da zum Thema Exklusion und Teilhabe gegeben hat oder im Prozess befand in diesen Projekten. Das hat zu sehr viel Engagement und Vernetzung bei den Projekten geführt, auch zu einem, glaube ich, guten Konzept. Als das dann doch nicht gefördert wurde, war dann allerdings auch die Luft für die Vernetzung und die gemeinsame Auswertung raus. Also Lerneffekt daraus, auch Vernetzung zwischen den Projekten. Die Projekte sind sehr stark konzentriert natürlich auf ihr eigenes Projekt, das sie abwickeln müssen und wo sie entsprechend ihre Ergebnisse liefern müssen. Wenn man eine darüber hinausgehende Vernetzung haben will, die Potenziale nutzen will, braucht es dafür eben auch die entsprechenden Ressourcen. Ja, Sprung zum Sektor berufliche Bildung, der, wie sich gleich zeigen wird, eigentlich mehr mit diesem Sektor Bildung in Kindheit, Jugend und Familie zu tun hat, als man das auf den ersten Blick denken könnte. Wie gesagt, Frau Dr. Krone ist erkrankt. Frau Hähn, die Mitarbeiterin in dem Projekt war, hat seit November eine neue Stelle. So ist das, wenn ein Projekt ausläuft und in der Institution keine Perspektiven mehr sind dazu, dann muss man eben gucken, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Perspektiven finden. Und aber Frau Hähn hat von ihrer neuen Stelle aus diesen Vortrag dann noch mit vorbereitet. Ja, da haben wir erstmal die Ausgangssituation. Ich fange mal hier auf der rechten Seite der Folie an. Digitalisierung in der beruflichen Bildung hat, wie in anderen Bereichen eigentlich auch, einen doppelten Charakter. Einerseits braucht man Berufsbildung für Digitalisierung, für neue Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt in den Berufsbildern. Andererseits braucht man auf der linken Seite die Digitalisierung auch für die Berufsbildung. Das heißt, es geht nicht nur darum, Inhalte zu vermitteln, die auf dem Arbeitsmarkt benötigt werden, sondern das wiederum ist eigentlich nur möglich, wenn es auch eine Digitalisierung in der Organisation gibt, wenn die Potenziale der Digitalisierung auch für die Bildungsprozesse genutzt werden. Da gibt es nun im deutschen Berufsbildungssystem eine besondere Chance und eine besondere Herausforderung. Das ist das Stichwort Lernortkooperation, das System der dualen Ausbildung, von dem, glaube ich, immer noch die meisten überzeugt sind, dass es zu den Stärken des deutschen Bildungssystems gehört. Ist gekennzeichnet durch eine Lernortkooperation zwischen Betrieb, Berufsschule und gegebenenfalls auch überbetrieblichen Lernorten. Das ist im Berufsbildungsgesetz verankert und im Prinzip besteht ein breiter Konsens darüber, dass diese Verzahnung von Theorie und Praxis und von unterschiedlichen Lernorten eine sinnvolle Sache ist. Nicht umsonst haben wir duale Studiengänge inzwischen in einem sehr, sehr breiten Umfang, die letzten Endes dieses duale System auf die ja auf weitere Bildungsstufen überträgt. Und nicht umsonst haben wir beispielsweise im Bereich der frühkindlichen Bildung, der Erzieherinnenausbildung, die klassisch fachschulisch war, oder auch im Bereich der Pflege Tendenzen eben auch zu einer Dualisierung des Ausbildungssystems. So, in der Praxis sehen wir allerdings, dass diese Lernortkooperation sehr unterschiedlich ausgestaltet wird. Da kann man von unterschiedlichen Stichwörtern reden, miteinander, nebeneinander oder auch gegeneinander. Und damit wurden Informations- und Kommunikationstechnologien große Potenziale zugeschrieben, um diese Lernortkooperation zu fördern und zu verbessern. Das heißt, bezogen auf die Ausbildungsinhalte, auf die Ausbildungswerkzeuge und eben auch auf Kommunikationswerkzeuge zwischen den Lernorten. Wir hatten zwei Projekte in dem Sektor, die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben und sich genau mit den Bedingungen gelingender Lernortkooperationen befasst haben.
und dafür auch Instrumente entwickelt haben. Also diese beiden Projekte haben einen ausgeprägten Transfer- und Praxisbezug, was nicht bei allen Projekten selbstverständlich ist, und haben Online-Selbstchecks zum Thema Kooperation und Handlungsleitfäden auch auf den Weg gebracht. In einer der Critical Reviews haben wir zu diesem Thema Lernort-Kooperation auch einen Schwerpunkt gesetzt und haben vorhandene Studien ausgewertet und damit auch, das war ja auch eine Funktion dieser Critical Reviews, die Herr Luther eben ja auch schon erwähnt hatte, weitere Impulse für die Entwicklung in den Projekten und darüber hinaus gesetzt. Da wurde der Begriff der Instrumente zur Lernortkooperation wurde mit dem Begriff unter dem theoretischen Konstrukt Boundary Object zusammengefasst. Und wenn man sich die Ergebnisse aus den Projekten und aus den Studien, die ausgewertet wurden, zusammenfassend anschaut, stellt man fest, ja, in der Tat, es gibt erhebliche Potenziale für die Entwicklung dieser I&K-Technologien mit Blick auf die Kooperationsqualität. Allerdings ist das kein Automatismus. Wer vorher nicht gut kooperiert hat und dann versucht, das irgendwie durch Technik zu ersetzen, wird nur dann weiterkommen, wenn er das auch wirklich mit einem Organisationsentwicklungsprozess verbindet. Also allein die Technik macht es eben nicht. Es wurde also einiges an Gelingensbedingungen herausgearbeitet, dass zum Beispiel digitale Instrumente nicht als Ersatz für persönlichen Kontakt, sondern zur Unterstützung genutzt werden. Personelle zeitliche Ressourcen ist, glaube ich, relativ naheliegend. Eine funktionierende Infrastruktur, was ja auch nicht bei jedem Digitalisierungsprozess selbstverständlich ist, institutionelle Unterstützung und entsprechende Organisationsstrukturen, Organisationskulturen. Also wir haben auch in anderen Projekten, beispielsweise bei der Auseinandersetzung mit Digitalisierung an berufsbildenden Schulen im Allgemeinen festgestellt, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Organisationskulturen gibt. Will man dieses Instrument einbinden oder ist das was, was man, naja, irgendwie so notgedrungen machen muss? Will man das Ganze kooperativ anlegen oder will man das nicht? Das heißt, Bildungsorganisationen, die ohnehin bereits weit fortgeschritten im Themenfeld Kooperation waren, können natürlich auch von neuen Möglichkeiten stärker profitieren. Und es geht eben dann vor allem darum, wie kann man die Organisationen, die nicht so weit fortgeschritten sind, wie kann man die tatsächlich bei der Lösung und bei der Nutzung der Potenziale von Digitalisierung unterstützen. Und da sind beispielsweise die Leitfäden, die Praxisinstrumente, die in diesen beiden Projekten erarbeitet wurden, sicher ein wichtiger Punkt und ja, glaube ich, auch ein Beispiel dafür, wie in einigen Projekten diese Verzahnung von Theorie und Praxis, das, was Michael Kerres eben auch dargestellt hat, dieses Zusammenwirken, die Impulse für die Bildungspraxis, also wie das auch gut funktionieren kann. Ja, ich habe eben gesagt, die beiden Sektoren, so unterschiedlich berufliche Bildung und Bildung in Kindheit, Jugend und Familie auf den ersten Blick zu sein scheinen, haben eine Menge Gemeinsamkeiten, wenn man sich das anschaut. Und deswegen nutze ich die Tatsache, dass ich jetzt beide Sektoren hier behandle, für ein zusammenfassendes Fazit. Also erster Punkt, wir sehen es in allen Bereichen, dass häufig zum einen in vorhandenen Studien zu stark rein technologische Aspekte ohne die entsprechende Einbindung im Vordergrund stehen. Zum anderen curriculare und didaktische Fragen, die sind absolut wichtig, genauso wie technologischen Fragen, ist überhaupt keine Frage. Aber es reicht eben allein nicht aus. Das ist ein Problem, was wir in der Bildungsforschung in ganz vielen Bereichen sehen. Wir beobachten das im Moment auch in der Bund-Länder-Initiative Schule macht stark und auch bei der Vorbereitung des Programms Startchancen zur Förderung von bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen. Man glaubt, dass man mit besserer Didaktik, besserem Unterricht, besseren Curricula Probleme lösen kann, solange man das Ding nicht ganzheitlich betrachtet, in der Verknüpfung eben auch mit der nonformalen, der informellen Bildung, wird es schwierig. Um also die Nutzung der Digitalisierung auszuweiten, die Potenziale auszuschöpfen, müssen eben die Implementationsvorgänge, die Organisationsentwicklung in den Blick genommen werden.
Und man kann eben nicht nur entlang der vertikalen Bildungskette schauen, sondern muss die horizontale Vernetzung einbeziehen, beispielsweise Schule und Jugendhilfe, Berufsschule, Betrieb. Auch das wird viel zu wenig gemacht. Es gab jetzt ein Gutachten 2022 der Ständigen wissenschaftlichen Kommunikation der Kultusministerkonferenz. Das ging von der frühen Bildung bis zur Hochschulbildung. Aber die Vernetzung Schule, Jugendhilfe, gerade diese wichtige Funktion, die wir in dem Projekt mit den jungen Geflüchteten gesehen haben, für das Thema Teilhabe kommt nicht vor. Dann des Weiteren, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir ein sehr, sehr breites Spektrum an außerschulischen Akteuren haben, im Bereich der Jugendhilfe, die freien Träger, auch die Einrichtungen. Im Bereich der beruflichen Bildung beispielsweise Betriebe und Kammern. Und wir haben Kommunen als koordinierende Akteure regionaler Bildungslandschaften. Auch hier haben wir nicht unbedingt die wirklich die Vernetzung ausgeschöpft, die es gibt. Wir haben mit den Transferagenturen kommunales Bildungsmanagement einige Veranstaltungen versucht, um das Ganze zu vernetzen. Unter dem Stichwort analog-digitale Bildungslandschaft, dem kommunalen Bildungsmanagement, da ist auch sicher noch Luft nach oben. Ja, das Stichwort Bildungsorganisationsentwicklung als notwendige Ergänzung zu curricularen Fragen habe ich erwähnt. Und wichtig eben vor allem, Konzepte und Instrumente des Transfers müssen ganz gezielt auf das jeweilige Akteursspektrum ausgerichtet sein und Organisationen und Netzwerke mit adressieren. So, nach meiner Uhr waren es jetzt 19 Minuten für beides zusammen. Vielen Dank. Ein paar Literaturangaben in weiteren Folien. Pia, wir hören dich nicht. Pia. Ganz herzlichen Dank, Michael, für den Hinweis und danke, Sibylle Stübe-Blösser, für diese Einblicke und vor allen Dingen für das gemeinsame Fazit am Schluss, dass die Erkenntnisse aus den beiden Sektoren einleuchtend gelungen vereint hat. Wir werden jetzt in dem nächsten Vortrag die Ebene der Bildungssektoren zumindest für einen kleinen Moment verlassen und uns dem Thema Forschungssynthesen widmen. Dass wir am Anfang schon einmal oder schon ein paar Mal gehört waren, die Metavorhaben erarbeitet wurden. Und dafür darf ich Herrn Professor Marc Rittberger vorstellen, der jetzt auch die Steuerung für die Folien übernehmen kann. Und Herr Rittberger ist Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Herr Rittberger. Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einführung. Ich freue mich, dass ich was zu einem Querschnittsthema im Meta-Projekt sagen darf, DigiEBF. Wir hatten relativ früh über die Forschungssynthesen gesprochen, damals als ein Mittel zum Wissenstransfer und uns dann auch erfreulicherweise relativ schnell damit beschäftigen dürfen und haben insgesamt dann in diesem Kontext fünf Sammelbände herausgebracht oder sind dabei, sie herauszubringen. Die ersten drei zu pädagogischem Personal, Organisationsentwicklung in Bildungseinrichtungen und Lehren und Lernen mit digitalen Medien sind verfügbar. Band 4 ist im Druck. Ich habe heute Morgen auch den Vertrag unterschrieben, dass das alles auch Open Access ist. Da müssen wir ja immer Geld bezahlen. Dankenswerterweise hat das BMBF das unterstützt. Und als letztes dieser Band ist in Vorbereitung, wird es die Perspektiven auf den Review-Prozess geben. Jeder dieser fünf Bände ist jemals dann nochmal entsprechend unseren Etappen dann unterteilt, den fünf Etappen, wo wir dann zu diesen Schwerpunkten dann jeweils auch Analysen vorgenommen haben. Ich werde ein bisschen etwas zu den Recherchen jetzt kurz sagen und dann noch zu dem Transfervorhaben. Vielleicht darf ich noch einen Hinweis geben, auch gerade dieser Band 1, den ich hier auch mal hochhalte, für diejenigen, die mich im Bild haben, hat natürlich im Zuge der Entwicklungen in der Bundesrepublik und auf der ganzen Welt, weil gerade kurz vorher die Pandemie begann, natürlich eine hohe Aufmerksamkeit bekommen, dass wir just zu diesem Zeitpunkt dann uns auch über die Digitalisierung des pädagogischen Personals Gedanken gemacht hatten und das systematisch ausgewertet haben, weil ja die Diskussion im Sommer 2020 zur Frage der Beschulung oder in anderen oder in Hochschulen beispielsweise eine sehr intensive Diskussion in der Gesellschaft hervorgebracht hatte. Und wir haben dann das Glück gehabt, hier auch systematisch etwas sagen zu können.
Gut, was haben wir gelernt aus diesen verschiedenen Aktivitäten hier, aus diesen insgesamt 20 Literaturrecherchen, die jetzt schon durchgeführt worden sind, für diese Critical Reviews? Auch da kurz vielleicht der Hinweis, dass wir uns für eine Untermethode entschieden haben bei den Forschungssynthesen, also keine Systematic Reviews, sondern Critical Reviews, weil wir uns tatsächlich vorgenommen hatten, im Jahresrhythmus so etwas zu erstellen. Und unsere Erfahrung hier am DIP, aber ich glaube auch die von Kollegen, war, dass wir in einem Jahr eine vollständige Recherche und Analyse eines wichtigen Themas nicht leisten können in dem Umfang, wie das notwendig gewesen wäre, um hier eine absolute Vollständigkeit zu haben. Insofern Critical Reviews, wo wir so die wichtigsten Literaturstellen dann auch trotzdem identifiziert haben und genutzt haben dann auch. Wichtig war uns, eine einheitliche systematische Vorgehensweise zu haben, sowohl über die verschiedenen Etappen als auch über die verschiedenen Bände, trotz dann doch wiederum auch individueller Fragestellungen. Das heißt, die Überschrift, die ich Ihnen gerade vorgelesen hatte, wurden in den einzelnen Etappen dann nochmal abgeändert, verbessert, um sozusagen die Fragestellungen, die in den einzelnen Etappen dann oder in den einzelnen Sektoren relevant waren, dann tatsächlich auch gezielt zu treffen. Das hat aber natürlich auch für die Recherche eine ganze Reihe methodischer Relevanz dann gehabt, sodass wir da auch individuelle Suchstrategien nochmal entwickeln mussten für die einzelnen Sektoren, um so Rechercheergebnisse auch zu erreichen. Was ganz wichtig war und was ich glaube ich tatsächlich auch zu dem Erfolg geführt hat, dass wir in der Lage waren, das in relativ kurzer Zeit sehr systematisch herauszugeben, ist die enge Zusammenarbeit und der stetige Austausch zwischen allen Projektpartnern, also die jetzt hier beteiligt waren, das wurde ja vorhin genannt, die dann auch für die einzelnen Sektoren zuständig waren. Ich glaube, dass zumindest aus unserer Sicht kann ich da den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Einrichtungen, die beteiligt waren an der Erstellung der Forschungssynthesen, als auch den Kollegen, die das mitkoordiniert haben, dann sehr herzlich danken. Ich war sehr angetan davon, dass das so gut geklappt hat. Ich war da ein bisschen skeptisch mit diesen Jahresfristen. Ich weiß, dass das auch sehr anspruchsvoll war, zum Teil dann hier jeweils die Ergebnisse zu erreichen. Nicht zuletzt sei der Hinweis darauf nochmal gestellt, auch dass die Quellenauswahl aufgrund des interdisziplinären Forschungsfeldes, also der digitalen Bildung, dann natürlich sehr anspruchsvoll war und eine veränderte Quellenauswahl jeweils nach den Themen oder nach den Sektoren notwendig war, mit denen man dann umgehen können muss. Auch da haben wir dann natürlich im Laufe dieser 20 Literaturrecherchen das eine oder andere gelernt. So, ein Ergebnis aus dem Projekt oder dem Prozess war auch, dass wir einen systematischen Vorgang für die Dokumentation der Forschungsdaten vorgenommen haben. Das heißt, die Rechercheergebnisse sind die Erhebungsergebnisse und als Forschungsdaten dann auch nachnutzbar. Das ist eine neue Form von Erhebungsdaten, beispielsweise für das Forschungsdatenzentrum Bildung hier in Frankfurt, mit denen wir dann natürlich eng zusammengearbeitet haben. Die sitzen ein Stockwerk über uns hier, also von Frau Wilmers und mir. Und diese Daten wurden auch am DIPF bereits für weitere Forschungstätigkeiten verwendet. Zum einen sind wir dabei, einen Wissensgraph für die Bildungsforschung zu erarbeiten und haben auch Untersuchungen vorgenommen im Kontext dieser Daten dann auch, inwieweit welche Datenbanken und welche Quellen denn nun besonders geeignet sind für Recherchen im Bereich der Bildungsforschung, für systematische Recherchen dann auch. Ein wichtiges Fragestellung in dem Kontext war natürlich die Dissemination der Forschungssynthesen. Und wir haben hier also drei Schwerpunkte, also drei Zielgruppen identifiziert, natürlich, mit denen wir uns austauschen möchten. Auch die Forschungssynthesen, das ist zum einen die Wissenschaft, dann zum zweiten die Bildungspolitik und zum dritten die Bildungspraxis. Und für die Zielgruppe Wissenschaft
ist das so, dass wir natürlich einen Forschungsbeitrag sehen in dem, was wir gemacht haben und mit den Veröffentlichungen auch einen Austausch mit der Fachcommunity vorgenommen haben. Wir haben jeden Band auch eine Auseinandersetzung mit der Methodik diskutiert. Das heißt, wie sind wir vorgegangen, was für Stärken, Schwächen haben wir gesehen und nicht zuletzt auch die Veröffentlichung der Datensätze der Recherche im Forschungsdatenzentrum Bildung zur Nachnutzung und zur notwendigen Replikation, falls das jemand angehen möchte, der Ergebnisse, die wir selbst im Rahmen des Projekts vorgenommen haben. Für die Bildungspolitik und Bildungsadministration ist das so, dass natürlich wichtig ist der Übersichtscharakter, den wir zur Verfügung gestellt haben und das, was wir probiert haben, natürlich den Forschungsstand zu skizzieren. Und ich denke, manchmal ist es hier in dem Kontext auch bei solchen Reviews ja auch sehr wichtig zu erkennen, was wurde denn schon erforscht und was fehlt eigentlich noch, was wir denn unbedingt brauchen. Und ich glaube, gerade aus den einzelnen Sektoren kamen da auch wichtige Hinweise, wie sich denn nun, welche Ergebnisse sich nun ergeben haben und wo unbedingt und dringender Forschungsbedarf mittelfristig auch noch vorhanden ist und gegebenenfalls eben auch ein Förderbedarf für die Forschung dann notwendig wäre. Wir haben das Meta-Vorhaben auch versucht, über die Synthesen im nationalen und internationalen Kontext nochmal zu positionieren, also national natürlich über die Publikationen, über die Informationen, die wir weitergegeben haben, aber auch im internationalen Kontext, beispielsweise dadurch, dass wir das Meta-Vorhaben selbst wiederum haben vorstellen können in internationalen Organisationen, die sich dafür interessiert haben. Meta-Vorhaben sind, so habe ich dann daraus gelernt, etwas, was insbesondere hier in Deutschland durch das BMBF durchgeführt wird und aus meiner Sicht durchaus eine schlaue Idee, die mit Interesse im Ausland auch aufgenommen wurde. Die letzte Zielgruppe hier ist natürlich die Zielgruppe der Bildungspraxis. Hier ist natürlich eine sehr große, umfangreiche Zielgruppe auch. Und hier haben wir versucht, den Transfer durch die Aufbereitung der Ergebnisse oder auch andere mögliche Weiterverwendungen der Ergebnisse nochmal zu stärken. Und das ist wieder unterschiedlich erfolgt, je nach Art des Transfers und der inhaltlichen Ausgestaltung. Das heißt, wir haben dann auch weitere Akteure, insbesondere aus den Förderprojekten oder aus dem Förderschwerpunkt, dann hier nochmal eingebunden, um das attraktiver zu gestalten und dann über verschiedene Formate das auch adressiert. Das heißt, Kurztexte, Websites, Blogbeiträge, Podcasts, Vorträge, Veranstaltungen durchgeführt, nicht zuletzt auch unsere eigene Veranstaltung, die Herr Luther ja vorhin erwähnt hatte auch. Da kam häufig auch eine Kombination eben aus einmaligen Formaten wie etwa Vorträge oder einzelne Veranstaltungen in Kooperation dann mit der Einbindung in nachhaltige Infrastrukturen. Also wir haben unsere Portale, die wir haben, zum Beispiel bei uns am DIPF, das ist der Deutsche Bildungsserver, aber auch andere Portale bei den anderen Partnereinrichtungen, dann explizit auch mit diesen Informationen gefüttert, wo sie dann auch nachhaltig zur Verfügung stehen. Dann bin ich herzlichen Dank, Herr Rittberger. Ich glaube, das war Ihre letzte Folie. Herzlichen Dank für diese Übersicht zu dem, genau, wie Sie selber sagen, Querschnittsthema zu den Forschungssynthesen. Und wir würden jetzt die Bildungskette wieder etwas weiter raufklettern und uns den nächsten beiden Vorträgen der Lehrkräftebildung und der Erwachsenenbildung widmen und auch hier nochmal genauer reinschauen, wie ein Zusammenwirken von Bildungsforschung und Bildungspraxis gelingen kann und wie der Wissenstransfer gestaltet werden kann. Wir starten mit dem Vortrag von Professorin Ulrike Kress. Sie ist Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien in Tübingen und wird uns Einblicke in die Arbeiten am Portal e-teaching.org geben. Frau Kress, bitte sehr. Wir hören Sie noch nicht? Ja, jetzt alles. Sehr gut. Okay, herzliche Grüße von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich Ihnen den Bereich des Sektors Lehrerbildung darstellen darf. Wir sind einer dieser Brückenakteure, von denen Herr Keres am Anfang hatte. Das heißt, im Bereich der Lehrerbildung gibt es natürlich auf der einen Seite die Wissenschaft, die Forschung macht, was gute Lehrerbildung ist. Auf der anderen Seite die Praxis der Hochschullehrer.
die zum Teil natürlich von dieser Wissenschaft auch weit entfernt ist. Und E-Teaching ist ein Portal, das sich seit 20 Jahren die Aufgabe macht, hier eigentlich die Brücke zu bilden. Das heißt, die Praxis zu adressieren, Themen der Praxis aufzunehmen und mit der Wissenschaft in Verbindung zu setzen durch eine Art von redaktionell betreutem Portal, das quasi wie ein Journal funktioniert, wo Calls gemacht werden, die dann Praxis und Forschung zusammenbringen. Unser Ziel war, diese Community, die hier aufgebaut ist mit Hochschullehrern und die natürlich auch die Lehrerbildung immer hatte, stärker zu nutzen und zu verknüpfen mit den Projekten, die nun in dieser empirischen Bildungsforschung oder Förderung aufgefordert wurden und sie in dieses Portal zu integrieren und die Formate, die sie im Portal als bewährt gezeigt haben, für diesen Bereich zu nutzen. Das heißt, das Portal wendet sich an Hochschullehrende, an Multiplikatoren auch, an Hochschulverbünde, an Stakeholder und natürlich an Mitarbeitern aus Forschung und Supportbereichen. Und unser Ziel war nun, auf diesem Portal e-Teaching eine Präsenz zu errichten, um die Projekte der Lehrkräftebildung hier zu repräsentieren und auch wieder nachhaltig vorzubehalten. Das heißt, Projektinformationen zu bieten für die einzelnen Projekte, aber auch übergreifend für das, was für Personen interessant ist, die nicht nur in diesen Projekten waren, sondern insgesamt in der Lehrkräftebildung aktiv sind. Das heißt, Ergebnisse, Produkte zu zeigen, Links zu entsprechenden Reviews zu geben, Doku von Dialogforen zu betreiben, Themen-Specials und so weiter. Konkret sah das so aus, dass wir zunächst mal diesen Bereich der Lehrkräftebildung für uns auch ein neuer Bereich war in diesem Detailgrad und wir zunächst mal untersucht hatten in Dialogforen, was erwartet die Zielgruppe eigentlich, wo informiert sie sich bisher, welche Informationen braucht sie überhaupt ein Portal oder gibt es auch für viele andere Informationen, viele andere Portale, wo sie aktiv ist. Und wir haben die Dialogforen genutzt, um E-Teaching-Community zusammenzubringen mit diesen Lehrerbildern und diese Bedarfe zu erörtern. Wir hatten Foren zum Teil noch face-to-face, wir hatten aber auch Online-Foren und die Online-Foren waren natürlich eine Möglichkeit, sehr gut auch weit bundesweit Personen zu adressieren und ins Gespräch zu bekommen. Wir hatten Foren auch zusammen mit dem EdTech Research Forum, mit dem Sektor Schule oder auch mit den Tübinger Aktivitäten, um da möglichst weit agieren zu können. Das Ganze ist dann resultiert in Themen-Specials, die wir im E-Teaching immer machen. Das ist ein Format, das wir gewohnt sind zu machen, wo wir sehr viele Personen erreichen können, dadurch, dass einerseits Inhalte aufbereitet werden von Praktikern, von Wissenschaftlern, von uns redaktionell betreut und geleitet, für die als Co-Konstruktion. Und auf der anderen Seite auch quasi wie so einem Semester Veranstaltungen darbieten online, Experten zu Wort kommen lassen, Projekte präsentieren und diese Materialien dann auch dauerhaft abrufbar sind. Wir hatten dann so ein Themenspecial beispielsweise zu digitalen Medien im Lehramtsstudium. Wir hatten hier 6 Online-Events, insgesamt etwa 400 Live-Teilnehmer und etwa 40.000 Aufrufe. Das heißt, dieses Thema ist bei uns sehr gut gelaufen. Wir merken, dass wir da Personen adressieren können oder wirklich einen Bedarf der Praktiker löschen können. Hier ist unser Bemühen auch immer wirklich Top-Leute in der Forschung hier sichtbar zu machen. Und wir haben das ergänzt, Personen aus den Projekten, aus den geförderten Projekten, aber auch darüber hinaus, um diese Themen wirklich umfassend zu adressieren. Neben diesen Online-Veranstaltungen gibt es dann immer Beiträge, das heißt wirklich Texte, Blogbeiträge, Interviews, je nachdem. Hier kamen die Projekte zu Wort, aber auch wieder darüber hinaus. Und auch hier hatten wir einen sehr guten Zugriff bisher. Und die Dinge sind natürlich weiterhin im Portal präsent. Die Dissemination geschah dann so, dass wir im Portal e-Teaching einzelne Seiten noch aufgebaut hatten, um diese Informationen nochmal zu kondensieren, um weiter zu recherchieren, um redaktionell betreute, bearbeitete Links zu präsentieren, Linklisten, um Fortbildungsmöglichkeiten zu zeigen. Hier beispielsweise eine Seite zum Thema Schulpraktikum. Hier hatten wir natürlich auch diese Inhalte, die aus dem Critical Review waren, integriert oder Inhalte aus Umfragen, die wir im Projekt gemacht hatten. Und hier eine Seite zur Digitalisierung der Lehrkräftebildung.
Ein Ergebnis beispielsweise war aus der Befragung der Hochschullehrenden und der Praktiker, dass wir eine Linkliste hatten, die zeigt, was gibt es denn im Netz, was wird genutzt und wie gut sind diese Dinge, die im Netz auf Materialien, auf Themen der Digitalisierung beispielsweise aufmerksam machen und die auch noch gezeigt haben, dass es wirklich Bedarf gibt für so ein Portal auch im Schulbereich, nicht nur im Hochschulbereich. Und das ist was wir im E-Teaching auch angehen wollen in den nächsten Jahren. Die Lessons learned. Uns war wichtig, dass die Dinge dauerhaft auffindbar sind, auch nach Projektende dieser einzelnen Projekte, dass wir nicht nur diese einzelnen Projekte darstellen wollen, sondern im großen Zusammenhang in dem, was in der Lehrerbildung insgesamt passiert, dass wir versucht haben, die Community, die existiert, über das Portal einzubeziehen und diesen Co-Konstruktionsgedanken zu realisieren und dass wir damit nutzen, auch die Reichweite, die wir über das bereits bestehende Portal haben. Und damit würde ich weitergeben zur nächsten Bildungsetappe. Vielen Dank, Frau Kress, für diese Einblicke in eTeaching.org. Und jetzt sind wir tatsächlich bei der Erwachsenenbildung angekommen. Und auch hier wurden viele Erkenntnisse dazu erlangt, wie Transfer eigentlich gestaltet werden kann. Und vorstellen wird uns diese Ergebnisse Herr Schrader. Er ist auch Professor für Erziehungswissenschaften und Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Bitte, Herr Schrader. Vielen Dank, Frau Sander, das mache ich sehr gern und herzliche Grüße in diese große und größer gewordene Runde, die, glaube ich, grundsätzliches Interesse an dem Metavorhaben nochmal eindrücklich zum Ausdruck bringt. Ich will in der Tat was sagen zu Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation in der Erwachsenenbildung. Wir hatten, Herr Luther hatte das einleitend angedeutet, in diesem Metavorhaben zwei Aufgaben im DEE. Zum einen haben wir uns forschend mit der Frage beschäftigt, unter welchen Bedingungen Wissenstransfer, Wissenschaftskommunikation gelingen kann. Zum anderen haben wir selbst auch praktische Beiträge dazu geleistet in diesem Projekt und auf beides würde ich gerne kurz eingehen in den kommenden Minuten. Zunächst, wenn man über Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation sozusagen spricht und damit etwas thematisiert, was derzeit alle, glaube ich, mindestens hier Anwesenden auch erwarten, dass das stattfindet und dass das gelingt und wir gleichzeitig zur Kenntnis nehmen, Herr Kerris hatte das gesagt, dass ein erfolgreicher Wissenstransfer, eine erfolgreiche Kooperation zwischen Forschung und Praxis ein eher unwahrscheinliches Ereignis ist, so hatten Sie das formuliert, kann man sich ja fragen, woran das denn liegt. Und das haben wir zunächst getan, dass Wissenstransfer, Wissenschaftskommunikation möglicherweise auch Hürden zu überwinden hat. Dann lohnt es darüber nachzudenken, sich diese Hürden zunächst mal vor Augen zu führen. Man kann überspitzt sagen, die mag es geben, dass der Transfer nicht gelingt, wird vielfach beklagt. Gleichzeitig haben alle interessierten Akteurinnen und Akteure an einem gelingenden Transfer ganz offensichtlich Interesse, denn die Erziehungswissenschaft und auch die empirische Bildungsforschung behauptet ja von sich, dass sie nicht nur Wissenschaft über Praxis ist, sondern auch für Praxis. Der Begriff des steuerungsrelevanten Wissens in der empirischen Bildungsforschung bringt das ja eindrücklich zum Ausdruck. Die Bildungspolitik erwartet von der Wissenschaft steuerungsrelevantes Wissen. Das ist auch Hintergrund sozusagen der Förderung von Metavorhaben. Und wir wissen aus der Forschung, dass auch Praktikerinnen und Praktiker großes Interesse an wissenschaftlichem Wissen haben. Von daher ist es zunächst mal erklärungsbedürftig, warum dieses von allen erwartete Ereignis, ein gelingender Transfer, ein unwahrscheinliches Ereignis ist. Da findet man Ursachen sozusagen in unterschiedlichen Bereichen. Wenn man im Wissenschaftssystem schaut, dann ist es natürlich so, dass das Wissenschaftssystem, so wie es sich heute darstellt, den Transfer nicht belohnt, wohl aber die Forschung belohnt, dass das Wissenschaftssystem im Bereich der Digitalisierung natürlich auch vor der Herausforderung steht, häufig langwierige Forschungsprozesse zu beziehen auf sehr dynamische Entwicklungen im Praxisfeld. Es gibt aber auch Hürden sozusagen in der Praxis selber. Das hat zu tun mit Rezeptionsfähigkeiten, mit Rezeptionsstrategien, mit dem Wunsch sozusagen aus dem Forschungswissen etwas im alltäglichen Alltag unmittelbar machen zu können oder Politik legitimieren zu können. Und ein dritter Bereich der Ursachen hat damit zu tun, wie die konkrete Kooperation zwischen Forschenden und in unserem Fall jetzt hier in dem Projekt Praktikerinnen und Praktikern sich gestaltet und was man sozusagen aus dieser konkret gestalteten Interaktion zwischen Forschung und Praxis lernen kann im Blick auf Gelingensbedingungen, Handlungsempfehlungen für das, was offensichtlich alle wünschen, nämlich ein
gelingenden Transfer, gelingende Formate zwischen der Kommunikation zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis. Wenn man sich, und da sind wir dann beschränkt auf den Bereich der Erwachsenenbildung und Weiterbildung, an anderen Stellen weiten wir auch den Begriff, wenn man sich zunächst mit der Frage beschäftigt, unter der Annahme, dass es Interesse in der Praxis der Erwachsenenbildung an Forschungswissen gibt, welche Zugänge dann üblicherweise gewählt werden, wenn man den Wunsch hat, Forschungswissen zu erschließen, dann stellt man zunächst fest, dass sowohl traditionelle als auch digitale Formate sehr stark genutzt werden. Also zum Beispiel Lektüre von Beiträgen, Critical Reviews, Fachpublikationen sind sozusagen die Formate, die häufig, sehr häufig gewählt werden. Dazu gehören auch natürlich der Besuch von Veranstaltungen und Kongressen. Bei den digitalen Formaten, bei den Online-Formaten, auch dort gibt es eine intensive Nutzung, wobei unspezifische Suchstrategien wie etwa über Google, Bing und Ähnliches durchaus noch eine große Rolle spielen, während soziale Netzwerke eine sehr geringe Rolle spielen, jedenfalls dann, wenn es darum geht, Forschungswissen zu erschließen. Auffallend ist, dass Formate, die die Wissenschaft sozusagen selber generiert, um Forschungswissen zu transferieren, vergleichsweise selten genutzt werden, jedenfalls im Feld der Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Das gilt sowohl für Angebote, die wir im DEE selbst unterhalten, wie das WBWeb etwa, ein Portal für Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung, das durchaus bekannt ist, aber noch Luft nach oben hat, wenn es um Nutzungsfragen geht. Aber das gilt auch etwa für Angebote wie den Deutschen Bildungsserver. Wir haben, das hatte ich einleitend gesagt, in dem Metaforum selbst zwei empirische Studien durchgeführt, drei insgesamt, über zwei will ich kurz berichten, im Rahmen eines Promotionsvorhabens von Frau Moerstasat, die heute auch hier anwesend ist. Zunächst mal haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie Transferstrategien denn in der Forschung zur Digitalisierung im Bildungsbereich insgesamt thematisiert werden. Dazu ein Scoping-Review durchgeführt mit knapp 500 empirischen Studien, und ich beschränke mich jetzt auf die wesentlichen Ergebnisse hier. Dann sieht man zunächst mal, dass Transferstrategien im Großteil der empirischen Studien überhaupt gar nicht thematisiert werden. 80% der Publikationen behandeln sozusagen keine Transferfragen in den Publikationen zu ihren Forschungsprojekten. Bei den verbleibenden 20 Projekten gibt es zum einen sozusagen Forschungsvorhaben, die den Transfer seriell, sequenziell denken. Zunächst die Forschung, dann erfolgt sozusagen der Transfer des Wissens. Und die zweite Hälfte dieser verbleibenden 20% berichtet über kooperative Forschungsstrategien. Das heißt, in großen Teilen der Forschung, jedenfalls die, die referiert publiziert wird, wird Wissenstransfer immer noch als ein linearer Vermittlungsprozess betrachtet, nicht als ein ko-konstruktiver Konstruktionsprozess. Das ist ein Begriff, der, glaube ich, allgegenwärtig ist in der gegenwärtigen Diskussion zu Transferfragen. Transferpotenziale von Forschung werden oft überhaupt gar nicht thematisiert. Häufig entwickelt werden Ad-hoc-Strategien, die nicht sozusagen in den Projekten bereits vorbereitet sind, nicht längerfristig geplant sind, während das ist, glaube ich, Common Sense in der aktuellen Diskussion, das, was als kollaborative Forschungsstrategie bezeichnet wird, als eine Strategie, die besonders viel Potenzial sozusagen hat für einen erfolgreichen Transfer von Forschungswissen in Communities der Praxis, vergleichsweise selten realisiert wird. Das ist eine Studie, die sozusagen sich auf Projekte bezogen, die auch jenseits des Metavorhabens durchgeführt worden sind und gefördert worden sind. Wir haben eine zweite Studie durchgeführt, die sich vor allen Dingen mit den Strukturen und dem Austausch von wissenschaftlichen Wissen, von Forschungswissen in den Projekten beschäftigt hat, die im Rahmen des Metavorhabens, im Rahmen dieser Förderlinie Digitalisierung im Bildungsbereich gefördert worden sind. Hier haben wir zum einen eine standardisierte Befragung durchgeführt bei allen Projekten, die im Rahmen der Förderlinie gefördert worden sind, und zum zweiten dann auch Experteninterviews durchgeführt und inhaltsanalytisch ausgewertet mit denjenigen, die in diesen Projekten als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Transferfragen auch zuständig gewesen sind. Da wird zum einen deutlich, sehr zugespitzt formuliert, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Transfer tatsächlich sozusagen als eine Herausforderung betrachten, als eine Grenzverhandlung, als etwas, was sozusagen Schwierigkeiten, Irritationen erzeugt, worauf sie zunächst mal sich nicht vorbereitet sind.
weil ihnen sozusagen unmittelbar unterschiedliche Handlungslogiken begegnen im Blick auf die Erwartungen in der Praxis, die im Blick auf Forschungswissen formuliert werden, auf der einen Seite, die auf unmittelbare Nutzbarkeit und Anwendbarkeit im Alltag gerichtet sind, und der Logik von Forschung, die eher auf verallgemeinerbares, übertragbares Wissen ausgerichtet ist. Das ist eine Grenzerfahrung, wenn man so will, eine Grenzverhandlung, die allen Akteurinnen und Akteuren in diesem Bereich sehr bewusst ist. Es wird auch die Notwendigkeit für einen kontinuierlichen und systematischen Austausch mit der Bildungspraxis gesehen, aber es fehlt häufig sozusagen an Vorstellungen dazu, wie dieser Transfer konstruktiv gestaltet werden kann. Was auch deutlich wird, ist, dass immer dann, wenn sozusagen Austauschprozesse formalisiert werden, formal geregelt werden, die Transferwahrscheinlichkeiten größer sind, als wenn der Transfer sozusagen informell sich ereignet, ad hoc sozusagen sich einstellt. Soweit einige Forschungsbefunde. Wir haben das in dem Projekt selber dann auch in Transferformate, wenn man so will, überführt, in ein Transferformat Dialog Digitalisierung, das wir betrachten als einen Beginn der Problemlösung. Problemlösung, die wir jetzt in dem, was ich gerade berichtet habe, in groben Zügen aufgezeichnet haben, dass es notwendig ist, solche Dialoge sozusagen formalisiert anzubieten, in spezifische Formate zu entwickeln, in denen dieser Dialog zwischen Forschung, Praxis und gegebenenfalls Politik auch stattfinden kann. Die Zustimmung zu diesen Dialogformaten war insgesamt sehr hoch. Der Bedarf sozusagen, das fortzusetzen, Weiterempfehlungsraten ebenfalls sehr hoch. Critical Reviews, Herr Rittberger hatte darüber berichtet, sind sozusagen eine gute Grundlage, um solche Dialogformate zu gestalten. Wenn man heute über Wissenstransfer, Wissenschaftskommunikation sozusagen spricht, dann wird das lineare Transfermodell eigentlich nicht mehr kommuniziert und schon gar nicht favorisiert. Man betrachtet das als einen wechselseitigen Transfer-, Transformations- und Übersetzungsprozess. Und diese Modellvorstellung haben wir selbst auch sozusagen erprobt im Rahmen des Meta-Vorhabens, in dem wir Dialoge, Digitalisierung auf den Weg gebracht haben, in denen zum Beispiel die Ergebnisse aus Critical Reviews, Systematic Reviews eingegangen sind, in denen wir unterschiedliche Formate neben den Präsenz-Dialogformaten wie auch Podcasts und Ähnliches erprobt haben, wie wir unsere eigenen Portale wie das BBWeb sozusagen dort eingespeist haben, um einen Kommunikationsprozess zwischen Wissenschaft und Praxis auf Dauer zu stellen und dafür Räume zu schaffen, strukturierte Räume zu schaffen, in denen wir mehr erfahren können über Gelingensbedingungen, etwa im Blick auf die Nutzung digitaler Medien im Bereich der Grundbildung. Das war ein Schwerpunkt, den wir in den letzten Monaten sozusagen gewählt haben. Damit komme ich zu der letzten Folie, Fazit und Ausblick aus meiner Sicht. Ausgangspunkt war, wenn man so will, die Unwahrscheinlichkeit eines gelingenden Wissenstransfers. Ich glaube, es geht darum zu akzeptieren, dass Wissenstransfer, Wissenschaftskommunikation eine Herausforderung darstellt und dabei auch zu akzeptieren, dass zunächst die Wissenschaft mehr Wissen verfügbar hat als das, was Politik und Praxis brauchen können und umgekehrt Politik und Praxis mehr Probleme haben, als Wissenschaft lösen kann. Wenn das so ist, dann braucht man Dialogformate, um jene Probleme zu identifizieren, zu deren Lösung Wissenschaft etwas beitragen kann. Das wäre aus meiner Sicht ein Lesson learned sozusagen aus diesem Meta-Vorhaben. Man braucht ansonsten natürlich Modellvorstellungen für einen erfolgreichen Forschungspraxistransfer, der nicht eben Transfer, sondern Transformation ist und nicht lineare Wissensvermittlung, sondern Co-Konstruktion. Jedenfalls dann, wenn man die Wahrscheinlichkeit erhöhen will, dass Forschungswissen angewendet wird. Wir brauchen auch, ich sage immer überspitzt, diese Art von Transfer oder Wissenschaftskommunikation kann nicht von Einzelprojekten geleistet werden, sondern wir brauchen eine Antwort auf strukturelle und prozessuale Herausforderungen für eine produktive und auf Kontinuität gesetzte Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis. Und Metavorhaben sind aus meiner Sicht eine Möglichkeit, solche Orte zu schaffen und gleichzeitig deren Nutzung zu erforschen. Das muss aber darüber hinausgehen. Die Forschungspraxisdialoge, wie wir das im Institut tun, aber generell auch, brauchen eine Form der Institutionalisierung. Das ist kürzlich in einer OECD-Expertise unter dem Stichwort Who Cares? Wer kümmert sich eigentlich um dauerhaften, erfolgreichen Transfer? Nochmal sehr stark als Desiderat ausgewiesen worden. Wir brauchen mehr Forschung zu den Gelingensbedingungen und zu den Outcomes von Co-Konstruktion. Wir beschreiben auch im Meta-Vorhaben sehr viel über, wenn man so will, sinnvolle und auch positiv rezipierte Formate der Gestaltung, der dialogischen Gestaltung von Forschungspraxistransfer. Aber wir wissen noch relativ wenig darüber,
unter welchen Bedingungen wir tatsächlich mit diesen Formaten dann Erfolg haben. Nicht nur positive Bewertung am Ende von Workshops, sondern dauerhafte Nutzung von Forschungstransfer. Und bei all dem wird sehr deutlich, was wir im Metavorhaben mitbekommen, dass die Partizipation der Bildungspraxis in Forschungsprojekte notwendig ist. Klären muss man, an welcher Stelle. Ganz sicher bei der Identifizierung von Problemen, aus meiner Sicht nicht bei der Entwicklung von Forschungsdesigns, aber unverzichtbar bei der Konzeption von Transferformaten. Soweit ein Zwischenfazit unserer Arbeit, verbunden gleichzeitig mit einem Ausblick auf das, was in diesem oder in anderen Metavorhaben noch folgen kann oder soll. Danke bis dahin. Herzlichen Dank, Herr Schrader, für die Einblicke in die Erwachsenenbildung und noch ganz allgemein zu Fragen des Transfers. Und ich denke, da kann ich jetzt auch ganz gut dran anschließen, denn ich werde jetzt in dem nächsten Vortrag, jetzt müssen wir mal weiterklicken noch hier. Achso, das ist nochmal der Spoiler für die DGIWF 2, die wir beantworten werden. In dem nächsten Vortrag werde ich mich nun von den Aktivitäten und den Ergebnissen des Meta-Vorhabens selber wegbewegen und Ihnen einen Einblick geben in die Vielfalt der Förderprojekte, die im Forschungsschwerpunkt durchgeführt wurden. Und wir haben es anfänglich schon kurz gesehen. Also insgesamt wurden 50 Einzel- und Verbundvorhaben mit über 90 Teilprojekten durchgeführt. Und die haben sich entlang zweier Förderlinien zu Gelingensbedingungen, Gestaltung von Bildungsprozessen erstreckt und ganz große Bandbreite an Themen in allen Bildungssektoren, also von Kindheit bis ins Alter auch abgedeckt. Sie ahnen auch schon, dass ich jetzt in diesem Vortrag nicht annähernd alle Projekte präsentieren kann. Was ich aber versucht habe, ist die Vielfalt der Forschung abzudecken, also die Bildungskette abzudecken, die ersten und zweiten Förderlinien zu berücksichtigen, Einzel- und Verbundvorhaben, die auf ganz unterschiedliche Weise geforscht haben, die aber auch das, was Herr Schrader im Prinzip gerade angesprochen haben, besonders darauf geachtet haben, in einen guten Austausch mit der Praxis zu kommen und die Produkte entwickelt haben, Ergebnisse entwickelt haben, die nicht nur in die Wissenschaft publizierbar sind, sondern auch für die Praxis eine gewisse Relevanz darstellen können. Starten möchte ich mit dem Projekt DKIT aus der frühkindlichen Bildung, digitale Medien in der Kita, das sich als Verbundprojekt der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Universität Magdeburg damit beschäftigt hat, was die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Kita sind, wie man diese Digitalisierung produktiv nutzen kann. Und Motivation des Projektes war die Feststellung im Prinzip, dass der Einsatz von digitalen Medien in der Kita unter anderem abhängig ist von der Einstellung des Fachpersonals. Und da haben sie angesetzt und sie wollten wissen, welche Einstellungstypen gibt es denn dort eigentlich und wie kann man mit den Fachkräften, aber auch mit den Eltern und mit den Kindern ins Gespräch kommen, in die Arbeit kommen, um so eine produktive Nutzung von digitalen Medien anzuregen und aufzuzeigen. Und ein ganz konkretes Produkt, was dann in auch sehr enger Zusammenarbeit mit der Praxis in Expertenforen entstanden ist, ist ein Fortbildungsmodul, das im Kern ein Reflexionsmaterial für die gesamte Kita-Praxis enthält über digitale Medien in der Kita. Und hier können eigentlich entlang von verschiedenen Fragebögen für beispielsweise das Fachpersonal, aber auch für die Eltern und Instrumente, um mit den Kindern zusammenzuarbeiten, Gesprächsanlässe kreiert werden, über einen sinnvollen Einsatz von digitalen Medien gemeinsam zu sprechen und gemeinsam nachzudenken. Zusätzlich gibt es in diesem Fortbildungsmodul auch nochmal eine Übersicht von digitalen Werkzeugen, Lernwerkzeugen, die in der Kita-Praxis direkt angewandt werden können. Die Veröffentlichung dazu ist noch für Mai 2024 geplant, aber es ist etwas, was im Prinzip direkt in der Kita eingesetzt werden kann und wie gesagt, mit der Praxis in enger Zusammenarbeit entwickelt wurde. Schauen wir uns nun ein Projekt aus der schulischen Bildung mit Schnittstellen zur Lehrkräftebildung an. Das ist das Projekt MumVideo. Es hat sich mit Erklärvideos für den Mathematikunterricht beschäftigt. Und das Ziel war es, das Potenzial von Erklärvideos aufzuzeigen und halt für den Unterricht nutzbar zu machen und für die Lehrkräftebildung nutzbar zu machen. Hintergrund hier in diesem Projekt war, dass es im Grunde genommen im Internet schon wahnsinnig viele Videos gibt, Erklärvideos gibt, die auch Schülerinnen und Schüler nutzen, die Lehrer nutzen, um in ihren Unterricht einzubinden. Aber dass es oftmals diesen Videos an Mediensprach- und fachdidaktischen
Qualitätskriterien, dass es den Videos daran fehlt. Und das Projekt wollte also herausfinden, was genau diese Kriterien sind, wie sie definiert werden können und wie man sie umsetzen kann in ganz konkreten Videos. Mumvideo hat sich mit einem Design, hat mit einem Design-Based Research-Ansatz gearbeitet und in mehreren iterativen Designzyklen mit der Praxis sich dieser Fragestellung genähert. Und dabei herausgekommen ist unter anderem halt ein wirklich sofort einsetzbares, qualitätsgesichertes Erklärvideo für den fach- und sprachintegrierten Algebraunterricht, der frei verfügbar ist, den Schüler und Schülerinnen nutzen können, den Lehrkräfte einsetzen können. In der weiteren Projektlaufzeit ist auch noch geplant, dass es dazu konkrete Unterrichts- und Fortbildungskonzepte gibt, um da die Lehrkräftebildung und die Lehrer selber im Unterricht schon begleiten zu können. Also auch hier etwas, was für die Praxis direkt einsetzbar ist. Ein weiteres Projekt auch an der Schnittstelle von schulischer Bildung und Lehrkräftebildung, jetzt aber mit einem Fokus, zumindest in dem, was ich hier vorstellen möchte, auf die Lehrkräftebildung. Das ist das Einzelvorhaben RoboPrax an der Universität Magdeburg. Und das ist insofern auch interessant, weil es bereits auf einem bestehenden Workshop-Konzept beruht, das es schon gab. Und dieses Projekt ist somit auf die curriculare Verankerung und wirklich des Transfers dieses Workshop-Konzeptes stützen kann. Das Workshop-Konzept Roboticum ist gedacht zur Förderung der algorithmischen Denkens und des MINT-Bereichs bei Schülerinnen und Schülern. Und die Motivation hier oder die Annahme in diesem Projekt war, dass wir im Prinzip durch den Einsatz von Roboter ein ganz frühzeitiges Verständnis von KI vermitteln können. Aktueller denn je, denke ich, diese Fragestellung. Und dass man aber das noch ganz selten nutzt, einfach diese Roboter in Lehr- und Lernsituationen einzusetzen und hierdurch viel erreichen könnte. Auch in diesem Projekt sind die Fragestellungen in mehreren Evaluationsschleifen und unter Real-Life-Bedingungen, sage ich mal, im Schulunterricht und zusammen mit angehenden Lehrkräften entwickelt worden, dieser Fragestellung nachgegangen worden. Und ein Ergebnis von RoboPrax ist, dass das Modul oder das ja, Modul nenne ich es jetzt RoboTeach, das im Prinzip einsatzbereit ist für die Lehrkräftebildung und das dafür gedacht ist, Studentinnen und Studenten dazu zu befähigen, die Robotik und das algorithmische Denken selber gut zu verstehen und auch später im Unterricht an die Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Sie sehen da in dieser Grafik, dass das so weit ausgearbeitet ist, dass man weiß, welche Module gibt es, wie viele ICTS werden es dafür vergeben und wie kann ich das einbinden in mein Curriculum. Sehen aber auch, sind noch andere Unterrichtsmaterialien entstanden, so wie dieses Workshop-Konzept weiterentwickelt worden mit der Praxis. Als nächstes möchte ich Sie in das Projekt Willen mitnehmen in der beruflichen Weiterbildung. Auch ein Verbundprojekt, das sich unter anderem durch die Kooperation der Ruhr-Universität Bochum und der Akademie der RUB und dem Praxispartner Six Sigma Akademie auszeichnet, der im gesamten Forschungsprozess eingebunden war und auch anfänglich bei der Forschungsfrage, so wie ich es verstanden habe, auch mitgearbeitet hat. Willen hatte zum Ziel, hybride Bildungskonzepte für ein intelligentes Lernassistenzensystem in der beruflichen Weiterbildung zu entwickeln, unter anderem durch den Einsatz von virtuellen Technologien. Und das Projekt ging davon aus, dass hybride Weiterbildungsangebote es ermöglichen, auch zeitlich und räumlich flexibel und effizient zu lernen. Ein Bedürfnis oder ein Bedarf, was in dieser Zielgruppe durchaus relevant ist, aber im Grunde genommen noch kaum zum Einsatz gekommen ist zu dem Zeitpunkt. Durch die Einbindung dieses Praxispartners konnte das bestehende oder ein bestehendes hybrides Weiterbildungskonzept in der Praxis weiterentwickelt werden und auch direkt in der Praxis ausgetestet werden. Und durch die Anreicherung von VR-Technologie, VR-Applikationen weiterentwickelt werden und auch dann direkt wieder in die Praxis überführt werden. Nochmal ein ganz anderes Beispiel, was dann als Praxisprodukt entstehen kann, ist hier eine Handlungsempfehlung, die den rechtlichen Rahmen beschreibt für den Einsatz von diesen intelligenten adaptiven Lernunterstützungssystemen in der beruflichen Weiterbildung und sich ein ganz praxisnaher Leitfaden ist, der sich an die Praktikerin richtet, die es zum Einsatz bringen wollen.
Das Projekt hat selber auch eine Ringvorlesung zu Weiterbildungseffizienz durch aktivierende intelligente Lernunterstützungssysteme speziell für Praktika angeboten, die auch jetzt noch im Netz verfügbar ist. Und zum Schluss möchte ich Sie noch in die Erwachsenenbildung mitnehmen und ein Projekt vorstellen, das Projekt DigiEB der Uni Würzburg. Universität Würzburg, ein sehr frühes Projekt in einer frühen Phase der ersten Förderlinie, das sich mit Gelingensbedingungen für erfolgreiche Digitalisierung in der Erwachsenenbildung beschäftigt hat und in diesen Vor-Corona-Zeiten ein sehr wenig beforschtes Thema, denn es gab da auch noch sehr viele Unklarheiten über die Chancen und die Rahmenbedingungen der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung, also grundsätzliche Fragen. Hier möchte ich auch nochmal hervorheben bei diesem Projekt den methodischen Zugang, den Zugang der Critical Communicative Methods, die das Projekt gewählt hat, was genauso angelegt war wie Herr Schrader und auch Herr Kerres oder wie wir es jetzt einige Male schon gehört haben, nicht ein dialogorientiertes Forschungsprozess, Forschungsformat, das dazu führen soll, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir erarbeiten in der Wissenschaft, auch anschlussfähig sind tatsächlich in der Praxis. Also während des ganzen Prozesses auch schon mit der Praxis in Austausch getreten und entstanden sind dabei unter anderem Videos, die die Ergebnisse und Empfehlungen des Projekts sehr kurz und knapp verständlich für die Praxis zusammenfassen auf verschiedenen Ebenen der Organisation, der Programme und auch der Unterrichtsebene zu digitalen Medien, die auch jetzt nach wie vor noch verfügbar sind. Während des ganzen Projektes haben die Projektmitarbeitenden auch schon Online-Seminare gegeben, wo Praktiker selber ihre Beispiele vorstellen, wie die Digitalisierung der Erwachsenenbildung, Institutionen der Erwachsenenbildung gelingen kann. Das als einige Blitzlichter aus den Förderprojekten, den vielen Förderprojekten. Und hier nochmal der Hinweis, dass es wirklich eine Vielzahl von Förderprojekten gab, die auch ganz unterschiedliche Themen bearbeitet haben und auch tolle Ergebnisse, praxistaugliche Ergebnisse erzielt haben und die auch während der Laufzeiten schon unter anderem im Format des Meta-Vorhabens kommuniziert haben. Und ganz zum Schluss dieses Rückblickes, und das ist jetzt dann auch wirklich die letzte Folie, die Sie für heute sehen werden, möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei dem Projektteam des Meta-Vorhabens bedanken, bei allen aktiven und ehemaligen Mitarbeitern, die alle dazu beigetragen haben, dass diese vielen Ergebnisse entstehen konnten und eine hervorragende Zusammenarbeit stetig gewährt haben. Und daher freuen wir uns, dass wir auch in Zukunft gemeinsame Schritte nach vorne machen werden. Und damit übergebe ich jetzt zum Schluss an Herrn Dr. Linkens, Leiter des Referats 321 oder 321, sagt man, glaube ich, Bildungsforschung beim BMBF und Michael Kerres, die uns einen Ausblick in die geplanten Aktivitäten ab dem nächsten Jahr geben werden. Ja, vielen Dank, Pia. Aber möchte ich die Gelegenheit nutzen, doch auch noch ein ganz schnelles hier Dankeschön an dich. Nicht nur für die Moderation heute, sondern eben halt, dass du das Projekt hier eben halt auch zusammengehalten hast und zusammengebracht hast. Davor hatte ja auch Bettina Waffner und Barbara Ghetto diese Aufgabe übernommen. Und insofern ist das hier schön zu sehen, was da alles zusammengekommen ist. Herr Linkens, sehe ich Sie eigentlich hier in unserer netten Runde? Wir haben. Ich bin jedenfalls da. Ah, jetzt sehe ich Sie. Weil so viele Teilnehmende sind, was genau, ja toll ist. Genau. Ja, schön, Sie zu sehen. Herr Linkens, nur kurze Frage vorab. Was geht Ihnen durch den Kopf? Wir haben jetzt so viele Aspekte hier wahrgenommen. Was beschäftigt Sie, wenn Sie da diese Aspekte von diesen 5 Jahren in diesen Förderlinien so hier in kurzen Blitzlichten zur Kenntnis nehmen? Was mich beschäftigt, ist, dass ich beeindruckt bin von der Bandbreite von Themen, von dem, was geleistet worden ist. Das ist ja wirklich auch, Frau Sanne hat es ja sehr gut gerade zusammengefasst nochmal oder nochmal einen kurzen Einblick gegeben. Es ist eine enorme Bandbreite und Herr Luther hat es ja auch eingangs bereits gesagt, dass wir bei der Förderrichtlinie wirklich mit beiden Förderrichtlinien, die G1 und 2, wirklich auch eine Reihe von Menschen zusammengebracht haben. Wir haben 49 Projekte mit mehr als 100 beteiligten Institutionen. Also das ist das sind mehrere hundert Personen, die hier an diesem Thema zusammenarbeiten, die eine
enorme Bandbreite von Erkenntnissen generieren und deren Zusammenarbeit über das Meta-Vorhaben wirklich ganz hervorragend koordiniert, gemanagt und zusammengebracht worden ist. Was mir aber auch durch den Kopf geht, ist selbstverständlich, dass, was ist das Ziel, das übergeordnete Ziel, was wir als Ministerium hier auf einer politischen Ebene mit den Ausschreibungen und mit dem Meta-Vorhaben verbinden. Und da ist es für Sie nicht überraschend, aber dringend notwendig zu sagen, dass aus meiner Sicht das wirklich übergreifende, das zentrale Thema für uns ist, Chancengerechtigkeit herzustellen. Chancengerechtigkeit, dass jeder junge Mensch, und das ist jung jetzt in einem sehr weiten Sinne betrachtet, denn Bildungsanstrengungen gehen natürlich sehr, sehr viel weiter als jetzt nur in der Schule. Aber trotzdem, wenn wir mal auf die Schulzeit fokussieren, dann geht es doch darum, hier beste Bildungs- und Lernchancen zu erschaffen. Sie wissen, dass das ein politisch starkes Anliegen ist. Ich sage nur den Begriff Startchancenprogramm, ohne da im Weiteren drauf einzugehen. Das sind wichtige Unternehmen und Sie wissen auch, so gut wie ich, dass die Ergebnisse von den entsprechenden Befragungen PISA, IGLO und IQB Bildungstrend und so weiter hier große Defizite aufgezeigt haben. Das muss man nochmal in Erinnerung rufen. Und das ist ein ganz zentrales und wichtiges Anliegen, was überwältigend für uns da ist. Aber die Digitalisierung, aber wir haben auch etwas sozusagen auf der Habenseite. Wir haben hervorragende Kenntnisse, wir haben hervorragende Ergebnisse. Und darum ist es aus meiner Sicht von entscheidender Bedeutung, den Transfer zu stärken und hier dazu beizutragen, dass die Erkenntnisse, die es ja gibt, noch zielgerichteter werden und dass die Erkenntnisse, die da sind, auch sozusagen auf die Straße gebracht werden können oder in die Schule und in die Bildungseinrichtungen und in die Bildungsstätten im breiten Sinne verstanden gebracht werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und hier kommt dem Meta-Vorhaben eine entscheidende Rolle zu. Das Meta-Vorhaben hat hier die ganz große Aufgabe, eben die Vielzahl, ich sagte ja, eben die Bandbreite von Teilnehmenden zusammenzuführen. Es ist ein wichtiger Anlass, es ist ein wichtiger Punkt für uns, dass wir erwarten, dass wir bei unseren Ausschreibungen, dass das Thema der Co-Konstruktivität, also des auf Augenhöhe Zusammenbringens von Praktikerinnen und Praktikern und Bildungswissenschaftlerinnen, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Das ist etwas, was auch, glaube ich, in Zukunft ein ganz zentrales und wichtiges Thema bleiben wird. Ein weiteres wichtiges Thema ist angesichts der Vielzahl und der Heterogenität auch, dass wir weiterhin Brückenbauer brauchen. Wir brauchen Multiplikatorenfunktionen. Wir brauchen den Austausch untereinander. Wir brauchen hierfür stabile Strukturen. Und da sehe ich auch eine wichtige Rolle des Meta-Vorhabens, auch mit Blick auf die Förderzeit, die dazu ja vorgesehen ist, dass wir hier auch die große Notwendigkeit sehen, dass wir hier stabile Strukturen schaffen. Ob das dauerhaft ist, das will ich gar nicht sagen, aber es braucht nachhaltige Strukturen, es braucht einen fortgesetzten Dialog. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, um die verschiedenen Aspekte zusammenzubringen. Und verschiedene Aspekte heißt zum Beispiel die Desiderate, die aus der Praxis kommen, dass diese auch bei der Wissenschaft ankommt. Und umgekehrt, dass auch die Erkenntnisse, dass wir hier dazu beitragen können, dass die vielen hervorragenden Erkenntnisse, die es gibt, noch besser adressiert werden können und in die Praxis hineingebracht werden können. Wir brauchen sicherlich auch dazu entsprechende Forschung über die Struktur des Bildungssystems. Auch diese Implementationsforschung wird sicher ein wichtiges Thema sein. Aber der letzte Punkt, den ich habe, ist, die Digitalisierung hat eine, gerade weil es uns darum geht, Chancengerechtigkeit herzustellen, hat die Digitalisierung ein ganz großes Potenzial, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, mit Blick auf adaptive Individualisierung des Lernens, aber auch mit Blick auf Digitalkompetenzen, mit Blick auf Zukunftskompetenzen. Sie wissen, dass das auch politisch ein sehr spannendes Thema ist. Welche Kompetenzen brauchen wir in Zukunft? Wie können wir sie entsprechend vermitteln? Wie kann der Fachunterricht beitragen zu den entsprechenden Aspekten? Wie kann aktive Teilhabe in einer digital geprägten Welt aussehen? Wie können wir da verhindern, dass es zu einem weiteren Digital Divide oder so kommt, wie auch immer das bezeichnet wird? Und letztes Stichwort ist das Thema künstliche Intelligenz. Das ist sicher auch ein Thema, was uns weiter umtreiben wird. Das ist ein Thema, was auf allen Ebenen diskutiert wird, was, glaube ich, auch im Rahmen des Meta-Vorhabens in Zukunft diskutiert und adaptiert werden muss. Da gibt es einfach wahnsinnig viele Bedarfe. Danke. Ja, Herr Linke, jetzt haben wir natürlich den Strauß nochmal wieder ausgeweitet, auch mit dem Blick auf diese
zukünftigen Themen. Vielleicht eine kurze Rückfrage. Können Sie skizzieren, in welchen Themenfeldern Sie sich im BMBF, in Ihrem Referat in den nächsten Jahren sozusagen auch speziell fokussieren werden? Was sind Ihre spezifischen Anliegen in dieser ganzen Bandbreite von Themen, die Sie benannt haben? Können Sie das benennen? Ja, ich kann darauf hinweisen, dass das Thema heterogene Schülerschaft für uns ein ganz wichtiges Thema ist. Dazu haben wir auch, wie Sie wahrscheinlich wissen, derzeit eine Ausschreibung, die genau die Vielfalt adressieren wird. Vielfalt auch als Ressource wahrzunehmen, ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, das wird uns unter verschiedenen Aspekten, sowohl mit Blick auf, welche Erkenntnisse brauchen wir da, aber auch, welche Ansätze gibt es, um mit heterogenen Schülerschaften gut arbeiten zu können. Das wird ein wichtiges Thema sein. Künstliche Intelligenz wird sicherlich auch ein wichtiges Thema sein. Ich bin überzeugt davon, dass wir hier Hilfestellung brauchen für viele Fragen, die es im Alltag gibt. Hierzu werden wir uns auch weiter mit diesen Themen auseinandersetzen. Das Thema der Digitalisierung, der individuellen Lernumgebungen, der digitalen Kompetenzen, der Zukunftskompetenzen werden auch wichtige Themen sein. Aber übergreifend, also wir werden uns schon auch mit dem ganzen Blumenstrauß beschäftigen müssen und wollen und werden. Das Zielgerichtete wird dann, glaube ich, darauf sehr stark fokussieren, welchen Beitrag kann das geben, um zur Individualisierung beizutragen. Welchen Aspekt kann es beitragen, um eben mit der immer heterogener werdenden Schülerschaft umzugehen? Und das Thema Bildungsgerechtigkeit wird ein wirklich entscheidendes politisches, übergreifendes Ziel werden. Sehen Sie mir nach, dass ich hier nicht sage, dies und dies wird die nächste Förderrichtlinie sein und so weiter. Wenn es darauf, da würde ich gerne nur verweisen, nur in Anführungszeichen auf die Vielfaltsausschreibung. Aber wir sind weiter da an diesen Themen doch in der Breite interessiert. Vielen Dank. Nein, vielen Dank, Herr Linke. Es ist aber für uns natürlich schon auch interessant, einfach auch so einen Eindruck zu bekommen, die Bedeutung, die wir hier, worum es hier geht. Dass es hier eben halt nicht nur darum geht, eben halt ein paar spannende digitale Szenarien zu entwickeln, sondern dass Sie schon auch hier, glaube ich, mit Ihrem Beitrag deutlich machen, dass das Ganze doch auch um eine gesellschaftliche Dimension geht, um einen politischen Raum geht, in dem wir hier agieren und agieren wollen und in dem wir sozusagen uns das auch klar machen, dass wir uns eben halt mit solchen größeren gesellschaftlichen Entwicklungen eigentlich auch positionieren wollen und müssen. Insofern, glaube ich, hat Ihr Beitrag das deutlich gemacht. Letzter Punkt, Herr Linkens, für heute vielleicht einfach auch. Wir haben jetzt 5 Jahre hier ja auch in diesem Metaform zusammenarbeiten dürfen. Freuen uns auf weitere 3 Jahre, diese Themen weiter voranzutreiben. Was wäre für Sie ein besonderes Anliegen auch bei der Arbeit des Meta-Vorhabens? Was würden Sie abschließend in dieser Runde uns noch mitgeben? Was erscheint Ihnen besonders wichtig? Sie haben natürlich das Thema Transfer auch hier ja auch schon sehr klar und deutlich formuliert. Und Sie merken, das beschäftigt uns ja auch wirklich, wie man dieses Thema klug gestalten kann, auch unterstützen kann, die Projekte in ihren konzeptuellen Überlegungen, in der Durchführung, in den Kommunikationsaktivitäten. Was wäre doch so ein Gedanke, den Sie uns mitgeben würden wollen? Ja, vielleicht 2 Punkte. Das eine ist, dass ich wirklich die Aufgabe als Brückenbauer ganz stark unterstreichen würde. Und zwar als Brückenbauer innerhalb der Projekte, innerhalb der Vielzahl von Projekten der verschiedenen Beteiligten, als Brückenbauer auch mit Praxispartnerinnen und Partnern, dem wissenschaftlichen Teil und so weiter. Dieses sicher, aber sicher auch als Brückenbauer in Richtung der Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Anliegen, damit auch die tollen Ergebnisse, die es in vielen Projekten gibt, auch wirklich in den Raum, in die Realität auch gebracht werden können. Also damit meine ich auch die Beteiligung an gewissen politischen Debatten, aber eben auch das starke Kommunizieren in Richtung der Praxispartnerinnen, Praxispartner. Und auch da meine ich vor allem Multiplikatoren, auch da meine ich Landesinstitute, Fortbildungen. Und ich möchte appellieren an die Wissenschaft. Es wird immer so geguckt, was kann das BMBF noch finanzieren, ich überspitze es etwas, finanzieren und damit wir hier Dinge machen. Ich glaube, diese Fragen von Transfer von bestehenden Erkenntnissen ist auch eine Aufgabe in der Wissenschaft selber, und zwar in der Wissenschaft in all ihrer Freiheit, die sie haben. Es ist Teil
auch ihrer Aufgabe, dieses in ihren Hochschultätigkeiten, die ja vielerorts existieren, diese Punkte mitzunehmen in die Ausbildung, in das Reformieren von Lehrerausbildungen, in die Fort- und Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Auch da sehe ich eine ganz starke Brückenfunktion, die Sie haben. Und da würde ich das sozusagen auch in Ihr Körbchen zurücklegen und sagen, Sie sind Hochschullehrerinnen, Hochschullehrer, Seminarleiterinnen und so weiter. Auch da haben Sie viele Möglichkeiten, dieses mitzunehmen. Trotzdem möchte ich auch, allerletzter Punkt, danke sagen für die Arbeit, die Sie geleistet haben. Und ich freue mich auch sehr auf die weitere Zusammenarbeit, weil ohne Sie wären viele Erkenntnisse eben auch stecken geblieben. Also wir gucken jetzt immer nur auf die Defizite, aber ich möchte auch mal einen kurzen Blick darauf richten, was Sie geleistet haben, zum Beispiel mit der Veranstaltung heute auch, bei vielen anderen Gelegenheiten, bei unserer BIFO-Tagung. Sie haben auch ganz viel in diese Richtung bereits geleistet. Dafür möchte ich jetzt bei dieser Gelegenheit, gerade auch kurz vor Weihnachten, nochmal ganz besonders Danke sagen, verbinde dieses wirklich mit meinen besten Wünschen auch an alle Beteiligten für eine gute Weihnachtszeit. Und ich freue mich sehr auf die Fortsetzung des Dialogs, des Ringens und der Art Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Linges. Das ist natürlich toll, so schön zu hören. Und vor allen Dingen freue ich mich natürlich schon auch, dass wir hier so eine tolle Runde zusammengebracht haben. Das ist ja wirklich bemerkenswert, hier die Namen alle zu sehen. Viele Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich und wir auch im Austausch über das Metafarm hinaus ja stehen, dass sie hier Anteil nehmen an unseren Diskussionen und Diskursen, dass wir hier eine breitere Öffentlichkeit wirklich herstellen haben können, dass so viel auch Netzwerk tatsächlich wir auch etablieren können. Mit vielen von Ihnen würde ich mich jetzt gerne persönlich austauschen. Das ist wirklich ganz toll, Sie zu sehen hier in dieser Runde. Und insofern sagen wir erstmal danke, danke an Sie alle, die Sie hier mitgewirkt haben, hier reingeschaut haben. Das gibt mir auch persönlich Mut und Kraft, auch weiter hier vorwärts zu kommen mit dem Thema. Und insofern bin ich gespannt, wie wir hier weiterkommen nächstes Jahr, in den folgenden Jahren und sind da bestimmt auch in der einen oder anderen Weise eben in Kontakt. Ja. Herzlichen Dank. Weit durch? Ja, wir sind durch. Wir sind ein bisschen über die Zeit, deswegen würde ich da auch gar nicht jetzt zu lange noch weiter anschließen. Ich kann mich da gut anschließen. So auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für alle an alle Interessierte fürs Zuhören, aber auch an die Vortragenden und alle, die im Hintergrund vor allen Dingen auch mitgewirkt haben an dieser Veranstaltung. Maria Klar, die das hier auch mit organisiert hat und technisch begleitet hat, dafür herzlichen Dank. Und ich freue mich auch sehr, dass wir im neuen Jahr weitermachen können, in einer super, also sehr guten Zusammenarbeit mit dem BMBF, mit den Vertretern des BMBFs und hoffe, Sie in verschiedenen Kontexten dort wiederzusehen. Bis demnächst. Die Aufzeichnung wird, das kann ich vielleicht noch zum ganz Schluss sagen, die ganze Aufzeichnung werden wir im Anschluss auch nochmal auf die GBF veröffentlichen, sodass man die sich nochmal anschauen kann mit den Folien. Alles Gute. Ciao. Bis demnächst.